Die Chiemgau Arena in Ruhpolding. Heimat vieler legendärer Biathlon-Highlights, zuletzt eben die WM und Heimat vieler gestandener bzw. hochtalentierter Zweikämpfer oder in unserem Fall einer Zweikämpferin. Und zwar eine mit einer hochinteressanten Vorgeschichte. Ja, also mir Biathlon schon immer fasziniert, aber wir wohnen relativ weit weg von Ruhpolding. Und ich habe dann zum 15. Geburtstag gleich mal so einen Schnupper-Biathlon beim Biathlon-Camp von Fritz Fischer gekriegt. Bin dann da hingefahren und habe mitgemacht. Und an dem Tag habe ich das Glück gehabt, dass mir wenig Leute waren und der Fritz auch da war. Und dann habe ich den gesehen und so bin ich dann dazugekommen. Heißt im Umkehrschluss, Franziska betreibt das Schießen und Laufen erst seit 3 Jahren und dann schon diese Erfolge, die der 18-Jährigen bereits einen eigenen Wikipedia-Eintrag beschert haben. 3-mal Gold und 1-mal Silber räumte sie heuer im Januar bei der Jugendolympiade in Innsbruck ab. Ja, das Größte war jetzt sicherlich in Innsbruck die Jugendolympiade. Aber dieses Jahr war ich in der Junioren-WM dabei. Da war ich zwar jetzt nicht so gut, aber da habe ich viele Erfahrungen und ja, das hat mir einfach auch viel Motivation gebracht, weil man sieht, wie weit es wirklich noch ist. Und von dem her war das sicher am besten, aber in Innsbruck war total schön die Stimmung und ja, es war schon cool jetzt das Jahr. Bei diesen Erfolgen drängt sich doch geradezu der Vergleich mit Magdalena Neuner auf. Aber Vorsicht, das hört Franziska gar nicht gerne. Ja, also wenn es so weitergeht, dann glaube ich schon, dass sie mal im Wettkampf laufen könnte, weil man weiß ja nie. Und ich nehme jetzt auch nicht so, dass ich die nächste Magdalena Neuner werden mag, weil ich einfach ganz eine andere Vorgeschichte habe. Ich mag das auch nicht, wenn man das so vergleicht, aber ja. Das findet übrigens auch ihr Trainer, der Verantwortliche für den Nachwuchs am Stützpunkt Ruhpolding, Tobias Reiter, gut. Klar hat Franziska die Voraussetzungen, vor allem in mentaler Hinsicht, aber ein selbstgesteckter Vergleich mit der unangefochtenen Biathlon-Queen der letzten Jahre würde viel zu viel Druck aufbauen. Ja, was ist die nächsten Jahre drin? Das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube auf alle Fälle, dass sie eine Sportlerin ist mit sehr großer Perspektive, die auch Talent hat, die sehr weit kommen kann im Biathlon. Das hängt von verschiedensten Faktoren ab, ob es das dann auch wert. Aber in meinen Augen ist sie auf alle Fälle eine Sportlerin, die ganz oben ankommen kann und auch im Weltcup vorne eine Rolle mitspielen kann in der Zukunft. Aber wie gesagt, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Überstürzen will man aber trotzdem nichts, auch wenn der Weltcup mit Koryphäen wie Andrea Henkel, Tora Berger oder Daria Domracheva als Fernziel sicher lockt, konzentriert sich Franziska vorerst noch auf den Jugendbereich. Ja, heuer möchte ich jetzt bei der Junioren-WM nochmal mitmachen und ja, vielleicht ein bisschen besser wie letztes Jahr. Und ich schaue einfach, was kommt. Das ist sicherlich eine sinnvolle Einstellung, denn erzwingen kann man im Sport ohnehin nichts.